take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es weitere Squad Building Challenge an diesem Sonntagabend. Es gibt drei neue Squad Building Challenges. Eine davon wollen wir uns heute hier in diesem Video genauer anschauen. Und zwar zweimal werden wir sie abschließen. Es ist eine kleine feine Puzzle-SPC. Da gibt es einen 84 oder higher gerateten Spieler zurück. Bevor wir reinstarten ins Video, könnt ihr schon mal zu uns mal das Video supporten mit einem Daumen nach oben. 300 Likes gebe ich heute wieder als Ziel raus. Es sollte wahrscheinlich gegen 22 Uhr heute auch noch einen zweiten Upload geben. Wartet da gerne ab, was das genauer sein könnte. Ja, und wie gesagt, jetzt werden wir zweimal, einmal auf dem SPC-Account und einmal auf dem Hauptaccount, diese Squad Building Challenge angehen. Und zwar wird es da, wir haben jetzt schon zu den Favoriten hinzugefügt, um die geradlinige Spieler-SPC gehen. Zwei Tage ist die SPC verbleibend, da heißt es einmal, meistere diese Foot Challenge, um einen Spieler mit 84er Gesamtrating oder höher zu erhalten. Zwei Tage verbleibend und wir bekommen, wie gesagt, diesen 84 Plus Spieler, der übrigens, und das wäre jetzt die erste Information an euch, untradable ist. Bevor wir reinstarten ins Video, wie gesagt, könnt ihr das Video supporten mit einem Daumen nach oben. Aber, falls ihr generell keine weiteren Squad Building Challenges mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne auch ein Abo dalassen. Gerne die Glocke aktivieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, hattet ihr Packluck? Ja oder nein? Ne, das ist natürlich eine Sache, die mich extrem interessiert. Ihr seht links davon die Rückblick Ashley Young SPC. Ein Segmento zum Abschließen. Vielleicht geht es da nachher drum, um 22 Uhr in dem Upload. Bin ich mir noch nicht sicher, denn wir haben auch noch als drittes die Upgrade 82er bis 88er Upgrade SPC bekommen. Und da ist ja das Tauschein-Team gegen einen seltenen Goldspieler mit 82 bis 88er Gesamtrating. Insgesamt ist diese SPC 4 Tage verbleibend. Sie ist natürlich wiederholbar. Und ja, insofern, was haltet ihr von dieser SPC? Auch gerne mal da eure Meinung. Falls ihr generell Packs hier, dass wir für euch die Packs öffnen. War das schon immer so? Spielerqualität genau Gold und Teamspiel mindestens 45. Andere Spieler im Team sind 11. War das schon immer so? Das muss man gerade nachgucken. Ja, das war tatsächlich immer so. Also, wir müssen abgeben, Spielerqualität genau Gold, Teamspiel mindestens eine 45 und Anzahl Spieler im Team sind 11. Das Problem ist, macht es mehr Sinn, die Gold-Upgrades zu machen oder diese SPC, denn hier bekommt er nur einen seltenen Spieler zurück. Der hat auch noch eine Begrenzung von maximal 88, aber mindestens 82. Bei der Gold-Upgrade-SPC, die wir bei den Upgrades ja finden, ist normale Gold-Upgrade-SPC. Da bekommt er zwei seltene Goldspieler zurück, aber die haben keinen Mindest-, aber auch kein Maximal-Rating vorgegeben. Insofern, das ist ein bisschen tricky. Falls ihr aber generell Packs davon habt, ja, bei euch auf dem Account und ihr wollt, dass wir die ziehen, schaltet gern mal, ich weiß nicht, ob heute Abend noch ein Stream kommt, sonst halt im Worst Case morgen Vormittag irgendwann oder halt kann auch sein, obwohl, nee, eigentlich würde ich das Video dann vorher raushauen, je nachdem, kann es auch sein, dass es halt erst spät abends ist, morgen, je nachdem, auf jeden Fall, wenn wir streamen bei Twitch, dann können wir für euch gemeinsam hier diese Upgrade-Packs aufmachen. Insofern, falls ihr Bock darauf habt, ja, dass wir für euch ein paar Sets bilden, dann bildet die schon mal gerne, behaltet die im Shop und wartet, bis wir bei Twitch dann online sind. Auch da heißt mir Archie Gaming. Links findet ihr unten in der Beschreibung. Und damit würde ich sagen, steigen wir rein in diese wunderbare Puzzle-SPC, wo es einen 84-Plus-Spieler gibt. Eigentlich habe ich erst gedacht, so, yo, ist halt so eine komische SPC. Aber, ganz ehrlich, wenn es ein richtig higher-graded-Spieler ist, vielleicht sogar auch ein guter, dann ist die ganz gut. Und warum? Wegen dieser mittleren Icon-Upgrade-SPC. Oder generell wegen irgendeiner SPC, die ihr halt gerade machen wollt, ob das jetzt Ashley Young ist, wo ich mir noch gar nicht angeguckt habe, was der jetzt eigentlich kostet, der gute Mann. Gucken wir uns das mal kurz an. 85er plus 2 Team of the Weeks. Ja, ich glaube, da werde ich nachher nochmal vielleicht einen separaten Upload zu machen. Lasst uns zu der gerade liegenden Spiel-SPC gehen. Wir müssen da Folgendes abgeben. Und zwar müssen wir abgeben, England, mindestens ein Spieler, Nationalitäten, mindestens 3, Gold, mindestens 5 Spieler, selten müssen genau 11 sein und die Teamchemie liegt bei 75 und das Rating bei 76. Ja, was machen wir? Wir suchen natürlich erstmal unsere Engländer, die finden wir natürlich in der Premier League, ich glaube, das können wir auch so lassen und dann nehmen wir dann einfach mal Tomori und einen Abraham. Und wir nehmen auch gerne hier noch einen Lamela mit als 80er Rating. Also die drei seltenen packen wir schon mal vorne rein in den Sturm. Im Idealfall zeige ich euch jetzt eine Lösung, die könnt ihr 1:1 nachbauen. Wir gehen jetzt als nächstes wieder in eine Main-Liga, in eine Hauptliga. In dem Fall ist es jetzt so, dass wir in die La Liga Santander gehen. Und dann gucken wir einfach mal, was wir hier geregelt bekommen. Zack, der kommt rein, sollte auf jeden Fall linkbar sein. Und ihr könnt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung zu der Squad Building Challenge in die Kommentare schreiben. Würde mich extrem interessieren. Was ist eure Meinung dazu? Was haltet ihr davon? Und ja, wir gucken einfach jetzt, dass wir hier auf die Chemie kommen. So, zack. Der Innenverteidiger in die Innenverteidigung, genauso wie auch Murillo. Rechtsverteidiger auf die rechte Seite. Dann Iboda
in ZM mit dem anderen ZM Cuadrado. Und dann hier auf der linken Seite, da können wir mal gucken, was wir da an seltenen Spielern haben. Gerne auch Bronze, weil Rating, so ich das, wo ich das gesehen habe, haben wir schon. Und dann können wir hier den aus der dritten deutschen Liga nehmen. Vielleicht finden wir ja auch noch einen weiteren aus der dritten deutschen Liga. Das wäre natürlich ideal. Also gehen wir mal kurz ein Mittelfeld und dritte deutsche Liga. Und dann haben wir die SPC, das zweite, haben wir die wunderbar fertig und abgeschlossen. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt den Dem am Start. Und ihr seht, 88er Grading Squad. Das heißt, das Ganze könnt ihr 1:1 nachbauen, wenn ihr Bock habt. Auch wenn das jetzt alles die Erstbesitzer sind. Und wir geben ab Jordi Masip, den Marcos Murillo. Wir geben Arbia ab, Shore. Dann haben wir Guardado, wir haben Iborra, wir haben Dem, wir haben Lamela, wir haben Abraham und wir haben Tomori. Also das ist der Squad, den wir hier abgeben. Und wie gesagt, ihr müsst nur mindestens 5 Goldspieler abgeben. Jetzt sind es den 9, kein Problem. Selten, wie gesagt, müsst ihr genau 11 abgeben. Da auf jeden Fall drauf achten. Und damit haben wir die erste SPC hier ready to go, fertig abgeschlossen. Und das ist die geradlinige Spiel-SPC. Kurz mal hier den Screenshot für Thumbnail machen. Und ja, muss ich auf jeden Fall sagen, Packluck, Hashtag Packluck, schon mal gerne in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall extrem nice, wenn ihr uns die Daumen drückt. Schreibt mir rein, was habt ihr gezogen in dem jeweiligen Set. Und dann gehen wir gleich noch auf dem Hauptaccount, machen das ganze Ding nochmal und dann vielleicht nachher schon mal ein paar Upgrade-Packs für das Video Nummer 2 am heutigen Tag. Mal schauen, wie wir das Ganze machen. Jetzt machen wir aber erstmal das Set auf in 3, in 2, in 1 und Abfahrt. Come on! Yay, hau was raus. 84 Plus Spieler. Come on. Ja. Oh, es ist keine Wand. Es ist kein Walkout. Es ist nur eine Wand. Es wird... Oh Gott, ist das Javi Martinez? Boah, 84er Javi Martinez. Vielleicht kann es sein, dass durch diese Squad-Building-Challenge 84er graded Karten fallen. Aber ich guck mal gerade bei Footbin nach, was die SPC kosten soll. Sie ist eben erst rausgekommen. Boah. Das ist natürlich schon mal kein guter Start. Also sie kostet 8000 Münzen. Und ich würde sagen, wir springen rüber auf den Hauptaccount. Ihr seht, wir haben 41 Sets da am Start. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall vorne angezeigt, das Pack, wenn wir das jetzt gleich hier machen. Sonst müssen wir da irgendwie ein anderes Set aufmachen. Das wäre natürlich irgendwo bitter. Wir finden es bei den Live-Segmenten, die SPC, da haben wir sie. Und wie gesagt, 84-Plus-Spieler, hoffentlich jetzt mal besser als nur ein 84er-Grader-Spieler. Das wäre natürlich schön. So, das heißt, wir gehen erstmal uns anschauen, was haben wir für Engländer. Stellen England ein, stellen Untradable ein. Und gucken mal, ob wir hier was Schönes finden können. Jo, Pearson nehmen wir das schon mal gerne. Zack, stellen wir erstmal ZM, beziehungsweise eher als ZM im ZM. So, das heißt, jetzt gehen wir in irgendeine Main-Liga, stellen Untradable gerne aus und stellen mal Gold rein. Gerne Premier League, warum auch nicht. Und gucken jetzt einmal, was wir hier für Low-Rated-Spieler haben, die selten sind. Sollten auf jeden Fall einige am Start sein. Auch immer ligenspezifisch natürlich. Also vielleicht nehmen wir auch nicht die Premier League, sondern wir nehmen beispielsweise jetzt mal die La Liga. Ich weiß gar nicht, wo wir hier am meisten von seltenen Spielen am Start haben, aber La Liga sieht auf jeden Fall nicht so wirklich. Sieht vielleicht schon mal sympathischer aus, was das Ganze angeht. Bundesliga auch kritisch. Serie A. Ja, das sieht schon besser aus. Versuchen wir es mal mit der Serie A. Und gucken, was wir hier Wunderbares abgeben können. Zack. Und Chiesa auch noch. Nkulu und Kranjo. 82er behalte ich jetzt erstmal so, wie sie sind. Und gucken, was wir hier an Chemie erstmal rausholen können. Wie gesagt, mehr müssen wir ja nicht abgeben. Und dann müssen wir auch erstmal hoffen, dass wir das Set überhaupt nachher finden können. Weil das ist tatsächlich immer noch fraglich. So, haben wir das einmal hier gemacht und jetzt müssen wir hier noch einen weiteren Engländer abgeben, der irgendwie selten ist. Gerne Bronze, und aus der generellen Verteidigung, ich weiß gar nicht, ob wir noch Chemie hier theoretisch brauchen. Lass uns einfach mal jetzt hier den Japaner nehmen. Ich brauche noch ein bisschen Team Chemie, also brauchen wir hier tatsächlich mal einen Engländer. Im Idealfall ein LM oder so. Gehen wir den LM also ab, würde ich sagen. Und so kommen wir auf die Punktgenau. 75 Teamschmiede, das Ganze könnt ihr jetzt nicht 1:1 nachbauen. Ihr seht, Karl ist komplett Erstbesitzer. Und 75er Teamschmiede und 76er Rating, Jungs, das bekommt ihr hin. Wir müssen jetzt noch hinbekommen, dieses 84er Plus-Set irgendwie angezeigt zu bekommen. Das wäre nämlich ganz, ganz schön.
Also hoffe ich, dass es auf jeden Fall nicht irgendwie hinten verschwindet bei den Sets. 84 plus Set, bitte sei vorne am Start. Sonst wäre das ein bisschen schade. Mal gucken, wo ist es? Bitte lass es sich vorne verstecken. Hier sind so viele untradable, aber auch tradable Packs. Sieht nicht danach aus. Das heißt, wir machen jetzt einfach ein paar Gold Packs auf und hoffen, dass es sich dann hinten dran versteckt. Oder ich gehe kurz auf den SPC-Account. Ah, gucken wir mal. Oder wir machen irgendein anderes Set auf, Jungs. Das ist halt die Frage, was wir hier machen wollen, ne? So, Jungs, ich habe jetzt eben versucht, die ganze Zeit über die Web-App reinzukommen. Ich komme da nicht rein. Und deshalb will ich mich jetzt einfach dafür entscheiden, dass wir dieses zwei seltene Goldspieler-Pack aufmachen. Ich würde gerne die ganzen Sets für eine richtige Promo dann aufbewahren. Deshalb will ich jetzt hier nicht bis noch neun weitere Sets öffnen. Insofern machen wir jetzt dieses zwei seltene Goldspieler-Pack auf und hoffen einfach auf Pack-Luck. Vielleicht wird es sogar ein 84-Plus-Spieler. Dann ist das Ganze auch wiederum hinfällig. Und es wird tatsächlich ein 84-Plus-Spieler. Es wird eine Wand. Es wird ein Watt immerhin. Es wird ein 84er wieder. Es wird ein Ndidi. Insofern das auf jeden Fall dazu. Schließe die SPC ab. Ja oder nein? Ich bin gespannt über eure Meinung. Wie gesagt, es ist ein garantierter 84-Plus-Spieler, diese SPC. Und ja, man kann theoretisch aber auch auf Gold-Upgrade-SPCs gehen, oder? 83er und 84er Ndidi ist auch kein schlechtes Doppelset hier, was wir am Start haben. Beide untradable. Pack mal in den Verein. Und damit soll es gewesen sein, auch wenn wir jetzt final das letzte Set nicht wirklich geöffnet haben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, Support ist kein Mord, zerstört gerne den Like-Button. Und mich würde freuen, wenn wir uns dann um 22 Uhr wieder auf dem Kanal sehen. Dann gibt es einen weiteren Upload und dann natürlich weiter. Täglich am Start bleiben. Lasst ein Abo da, gerne die Glocke aktivieren. Insofern reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute!